Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 40. Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin. Ich begrüße Sie, unsere Gäste, Zuhörerinnen und Zuhörer sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sehr herzlich. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, sich von den Plätzen zu erheben. Ich habe die traurige Pflicht, Sie davon in Kenntnis zu setzen, dass der Berliner Ehrenbürger und ehemalige sowjetische Kosmonaut Valeri Bukowski am 27. März im Alter von 84 Jahren gestorben ist. Valeri Bukowski war vor allem in der DDR sehr populär. Seinen dritten Flug ins All führte Bukowski im Rahmen des Interkosmos-Programms durch, das Piloten aus befreundeten Nationen die Gelegenheit gab, an Bord der sowjetischen Raumschiffe mitzufliegen. Am 26. August 1978 startete Valeri Bukowski zusammen mit dem deutschen Raumfahrer Sigmund Jähn in der Mission Saljut 31 zur Raumstation Saljut 6, wo sie die dortige Stammbesatzung besuchten. Nach einer Woche Aufenthalt im erdnahen Raum kehrten Bukowski und Jähn mit Saljut 29 zurück zur Erde. Es war ein Jahrhundertereignis für die damalige DDR, aber auch für viele Deutsche, dass ein Deutscher und ein sowjetischer Kosmonaut gemeinsam ins All starteten. Vor allen Dingen die jungen Menschen waren damals fasziniert, woraus sich eine tiefe Technikgläubigkeit entwickelte. Nach seinem Abschied als Kosmonaut im Jahr 1982 war Valeri Bukowski als Testingenieur im Weltraumprogramm der Sowjetunion wissenschaftlich tätig. Von 1988 bis zu seinem Ruhestand im Jahre 1990 leitete er dann das Haus der sowjetischen Wissenschaften und Kultur in Berlin. Diese Aufgabe spiegelte sicher auch seine Verbundenheit mit dieser Stadt wider. Anschließend kehrte er in seine Heimat zurück und lebte im sogenannten Sternenstädtchen. Valeri Bukowski wurde neben vielen Auszeichnungen auch die Berliner Ehrenbürgerwürde verliehen. Unsere Anteilnahme gilt der Familie von Valeri Bukowski. Ich danke Ihnen, dass Sie sich zu Ehren des Verstorbenen von Ihren Plätzen erhoben haben. Meine Damen und Herren, ich habe wieder Geschäftliches mitzuteilen. Der Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 18-0094, funktionierende Stadtgesetz zur Änderung des Gesetzes über Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheid. Erste Lesung wurde in der 5. Sitzung am 26. Januar 2017 federführend an den Ausschuss für Innere Sicherheit und Ordnung und mitberatend an den Ausschuss für bürgerschaftliches Engagement und Partizipation sowie an den Ausschuss für Verfassungs-, Rechtsangelegenheiten, Geschäftsordnung, Verbraucherschutz, Antidiskriminierung überwiesen. Dieser Antrag wurde von der antragstellenden Fraktion nunmehr zurückgezogen. Am Montag sind folgende 6 Anträge auf Durchführung einer Aktuellen Stunde eingegangen. Antrag der Fraktion der SPD und gleichlautende Anträge der Fraktion Die Linke sowie der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zum Thema gegen jeden Antisemitismus jüdisches Leben in Berlin schützen. Ein Antrag der Fraktion der CDU zum Thema wie viel gesunder Menschenverstand ist noch im Senat und der Koalition, Herr Müller, so geht es nicht weiter. Antrag der AfD-Fraktion zum Thema der Berliner Haushalt und die Pensionslasten mit der Verdopplung der Schuldenlast. Eine reine Mogelpackung und Antrag der Fraktion der FDP zum Thema Mobilität für alle Berliner sichern, endlich vernünftige Maßnahmen ergreifen, statt den R2G-Kampf gegen das Auto fortzuführen. Die Fraktionen haben sich auf das Thema der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen verständigt. Somit werde ich dieses Thema gleich für die Aktuelle Stunde unter Tagesordnungspunkt 1 aufrufen. Und zwar in Verbindung mit dem Tagesordnungspunkt 31, das ist die Mitteilung des Senats zur Kenntnisnahme auf Drucksache 18-1754 mit dem gleichlautenden Betreff gegen jeden Antisemitismus jüdisches Leben in Berlin schützen. Die anderen Anträge auf Aktuelle Stunde haben damit ihre Erledigung gefunden. Ich verweise sodann auf die Ihnen vorliegende Dringlichkeitsliste. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, die dort verzeichneten Vorgänge als Tagesordnungspunkte 7 und 25 bis 28 in der heutigen Sitzung zu behandeln. Ich gehe davon aus, dass den zuvor genannten Vorgängen die dringliche Behandlung zugebilligt wird.
Widerspruch zur Dringlichkeitsliste höre ich nicht. Dann ist die Tagesordnung einvernehmlich so beschlossen. Auf die Ihnen vorliegende Konsensliste darf ich ebenfalls hinweisen und stelle fest, dass dazu kein Widerspruch erfolgt. Damit ist auch die Konsensliste somit angenommen. Schließlich darf ich Ihnen noch die Entschuldigung von Senatsmitgliedern mitteilen. Frau Senatorin Günther ist wegen der Verkehrsministerkonferenz in Saarbrücken abwesend. Der Herr Regierende Bürgermeister muss gegen 18.30 Uhr zu einer Dienstreise nach Montevideo zum Jahrestreffen des Städtenetzwerks Metropolis aufbrechen. Ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt 1, Aktuelle Stunde zum Thema gegen jeden Antisemitismus, jüdisches Leben in Berlin schützen, auf Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. In Verbindung mit dem Tagesordnungspunkt 31, Mitteilung zur Kenntnisnahme, Drucksache 18-1754, gegen jeden Antisemitismus, jüdisches Leben in Berlin schützen. Für die gemeinsame Besprechung steht den Fraktionen jeweils eine Redezeit von bis zu 10 Minuten zur Verfügung. In der Runde der Fraktionen beginnt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Kollege Walter hat das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Diese Zeile aus dem Gedicht Todesfuge des von den Nationalsozialisten verfolgten Lyrikers Paul Celan wurde 1990 Titel eines Dokumentarfilms. Die Journalistin Lia Roosch und der Historiker Eberhard Jekel bereisten Europa in seiner gesamten Ausstreckung und dokumentierten die Stimmen der Überlebenden der Shoah. Mit diesem Film wurde einem großen deutschen Publikum erstmalig das Ausmaß der Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden vor Augen geführt. Die geplante Auslöschung der jüdischen Kultur und des jüdischen Lebens eines nahezu kompletten Kontinents mit über 6 Millionen Opfern. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Warum erzähle ich davon? Weil wir in dem Erinnern an die Shoah nie vergessen dürfen, dass dieses unvorstellbare Grauen maßgeblich in unserer Stadt vom Schreibtisch aus beschlossen, geplant und befehligt wurde. Das sogenannte Reichssicherheitshauptamt als Vernichtungsapparat der NS-Terrorherrschaft befand sich bekanntermaßen keine 150 Meter Luftlinie von hier entfernt. Wenn wir heute über das Berliner Landeskonzept zur Weiterentwicklung der Antisemitismusprävention beraten, dann geschieht dies vor diesem geschichtlichen Horizont und in vollem Bewusstsein unserer historischen Verantwortung. Es gilt nie wieder. Es ist der antifaschistische Konsens aller Demokratinnen und Demokraten, an den Holocaust zu erinnern, den Opfern zu gedenken, sich entschieden gegen jede Relativierung des NS-Terrors zu stellen und entschlossen, jeder Form von Antisemitismus den Kampf anzusagen. Und um was klarzustellen, egal von wem der Antisemitismus kommt und egal aus welchen Ideologien er sich speist, egal ob klassischer, ob sekundärer oder ob israelbezogener Antisemitismus. Umso unerträglicher ist es für alle DemokratInnen, dass jüdische Einrichtungen in unserer Stadt noch immer geschützt werden müssen. Dass SchülerInnen aufgrund antisemitischer Attacken die Schule wechseln. Dass Jüdinnen und Juden in unserer Stadt auf offener Straße oder in der Anonymität des Internets bedroht, beleidigt und attackiert werden. Dass antisemitische Einstellungen jedweder Art noch immer durchgängig in der ganzen Gesellschaft verbreitet sind. Um es mit Max Mannheimer zu sagen, der Auschwitz und 4 weitere Konzentrationslager überlebte, viele Jahre der Lagergemeinschaft Dachau vorstand, ich zitiere, ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschah, aber dass es nicht wieder geschieht, dafür schon. Dieser Verantwortung stellen wir uns und gerade deshalb begrüßen wir, dass der Senat nun das Berliner Landeskonzept zur Weiterentwicklung der Antisemitismusprävention vorgelegt hat. Rückblickend möchte ich mich noch einmal sehr herzlich für den gemeinsamen Antragsprozess bei allen beteiligten Fraktionen bedanken, mit dem dieses Konzept vor rund einem Jahr angestoßen wurde. Diese Geschlossenheit war und ist ein sehr wichtiges Signal. Bedanken möchte mich aber auch bei allen.
Bedanken möchte ich mich aber auch bei allen, die an der Erarbeitung mitgewirkt haben, bei der Landesantidiskriminierungsstelle, aber insbesondere bei allen zivilgesellschaftlichen VertreterInnen mit ihrer enormen fachlichen Expertise. Der Einsatz, würde ich sagen, hat sich mehr als gelohnt. Mit dem Konzept liegt nun ein umfangreiches Maßnahmenpaket vor, das bundesweit Vorbildcharakter hat. Es begreift Antisemitismus richtigerweise als gesamtgesellschaftliches Problem und als Querschnittsaufgabe. Folglich schlägt es Gegen- und Präventionsstrategien in allen gesellschaftlichen Bereichen vor. Ziel der Anstrengung ist die konsequente Erfassung und Verfolgung von antisemitisch motivierten Straftaten, die Stärkung des Opferschutzes und der Beratung, die Auseinandersetzung in pädagogischen Kontexten, die Stärkung der Zivilgesellschaft sowie eine allgemeine Antisemitismusprävention durch Sensibilisierung der Stadtgesellschaft. Das Gute ist, wir fangen hier nicht bei Null an. Das Konzept baut auf einer gefestigten Struktur im Land Berlin auf. Es existiert bereits eine Vielzahl von fachlich hochqualifizierten und innovativen Projekten, die nun strategisch zusammengeführt und verwaltungsübergreifend zusammengedacht werden. Es existiert als Dachstruktur das bewährte Landesprogramm gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus unter der Regie der Landesantidiskriminierungsstelle. Im Rahmen des aktuellen Doppelhaushalts hat die rot-rot-grüne Koalition die Antisemitismusprävention bereits deutlich ausgebaut. Bei der Generalstaatsanwaltschaft Berlin gibt es seit August letzten Jahres erstmals eine Beauftragte für Antisemitismus. Ja, das ist wirklich Applaus wert. Auch die Praxisstelle Bildung und Beratung als Anlaufstelle bei antisemitischen Vorfällen an Schulen hat ihre Arbeit schon aufgenommen. Wie das nun vorliegende Landeskonzept aufzeigt, war dies aber erst der Anfang. Berlin erhält eine hauptliche Ansprechperson zu Antisemitismus. Vorgesehen ist die verstärkte Qualifizierung von pädagogischem Personal, Polizei und Strafverfolgungsbehörden, die bessere Verfolgung von antisemitischer Hasspropaganda im Internet, die Stärkung von jüdisch-muslimischen Allianzen gegen Antisemitismus und vieles, vieles weitere mehr. Und um eines dabei klarzustellen, trotz dieser zahlreichen Maßnahmen werden wir uns gewiss nicht zurücklegen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Der Kampf gegen Antisemitismus muss langfristig und differenziert erfolgen. Die Strategien sind dabei immer wieder zu prüfen und anzupassen und es ist daher ausdrücklich begrüßenswert, dass das vorgelegte Landeskonzept sich als lernend im Sinne einer stetigen Weiterentwicklung versteht. Und diesen Lernprozess werden wir ganz sicher auch parlamentarisch begleiten, da können Sie sehr, sehr sicher sein. Klar ist auch, Antisemitismus kommt nicht isoliert vor. Es geht immer um Gesamtzusammenhänge, die Ausgrenzung unterschiedlichster Art ermöglichen. Darauf hat nicht zuletzt der unabhängige Expertenkreis Antisemitismus der Bundesregierung hingewiesen. Antisemitische Einstellungen gehen einher mit einem Bündel von menschenverachtenden Haltungen. Von Rassismus über Sexismus, Homo- und Transfeindlichkeit bis hin zu Antiziganismus und Feindlichkeit gegenüber MuslimInnen. Menschenverachtung ist aber immer gleichermaßen unerträglich. Antisemitismus, Rassismus, alle Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit wenden sich immer gegen unsere offene Gesellschaft. Sie sind alle demokratiezersetzend. Deswegen braucht es auch immer einen Widerspruch und unsere Zivilcourage. Wenn Jüdinnen und Juden attackiert werden, wenn einer Muslima in aller Öffentlichkeit das Kopftuch heruntergerissen wird oder wenn ein gleichgeschlechtliches Paar auf offener Straße angegriffen wird. Hass unterscheidet nicht und unsere Solidarität darf auch keinen Unterschied machen. Sie gilt allen. Das beginnt bereits hier in diesem Haus, im parlamentarisch-politischen Raum. Eine Fraktion hat bekanntlich ein recht einseitiges, instrumentelles Verhältnis zum Antisemitismus. Für sie wird Antisemitismus vor allem dann wichtig, wenn es sich gegen andere Minderheiten mobilisieren lässt, insbesondere gegen muslimische Communities und gegen Geflüchtete. Um es klarzustellen, mit ihrem Geschichtsrevisionismus und der gezielten Relativierung der NS-Terrorherrschaft durch Gauland, Höcke und Co. ist die AfD nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems, über das wir heute sprechen. Um Charlotte Knobloch, die langjährige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, zu zitieren, formuliert beim Holocaust-Gedenken im Bayerischen Landtag: Heute und hier ist eine Partei vertreten, die Verbrechen der Nationalsozialisten verharmlost. Diese sogenannte Alternative für Deutschland gründet ihre Politik auf Hass und Ausgrenzung und steht nicht auf dem Boden
unserer demokratischen Verfassung. Damit, mit diesen Punkten, sollte sich die AfD dringend beschäftigen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, mit dem vorliegenden Berliner Landeskonzept zur Weiterentwicklung der Antisemitismusprävention geht ein Signal an alle Jüdinnen und Juden in unserer Stadt, dass wir an ihrer Seite stehen und eingreifen, wann immer sich Antisemitismus Bahn bricht. Es gilt nie wieder gegen jeden Antisemitismus. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat Frau Kollegin Seibel das Wort. Bitte schön, Frau Kollegin. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, unser Haus hatte, wie Sie sich alle erinnern werden, im Mai letzten Jahres den fraktionsübergreifenden Entschließungsantrag gefasst gegen jeden Antisemitismus für jüdisches Leben in Berlin. Diese Entschließung war und ist ein starkes Signal an die Berliner Juden. Es war sehr gut, dass die Entschließung mit so großer fraktionsübergreifender Mehrheit gefasst werden konnte. Und hierzu hatte der Senat bis zum 28. Februar 2019 ein Konzept vorzulegen. Das hat nicht ganz geklappt, aber ich bin sehr dafür, lieber gründlich und gut als schlecht und schnell zu arbeiten. Und in Berlin ist man ja schon dankbar, wenn die angepeilte Jahreszahl noch erreicht wird. Nun liegt er also vor, der Bericht des Senats. Zwar scheint es im Senat noch Unstimmigkeiten über die Urheberschaft zu geben, Behrendt oder Tschäbli, aber darauf kommt es für die Inhalte ja nicht an. Herzlichen Dank also an den Senat für diese umfangreiche Arbeit. Es ist gut und wichtig, dass das Landeskonzept da ist und es enthält auch vieles Richtige, aber die vor uns allen liegende Aufgabe, die Bekämpfung des Antisemitismus, wird uns wohl leider viel Kraft kosten und mehr als Konzepte erfordern. An der einen oder anderen Stelle hätte ich mir dann tatsächlich auch mehr Mut und mehr Konkretes gewünscht. Gestolpert bin ich schon ganz zu Beginn, nämlich bei der Frage der Auswirkungen auf den Haushalt. Dort heißt es, ich darf zitieren, hier aufgeführte Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2019 berücksichtigt. Über die künftigen Maßnahmen wird anlässlich der Haushaltsplanaufstellung 2020-2021 zu entscheiden sein. Ich hoffe sehr, dass damit nicht gemeint ist, wir machen in 2019 mal weiter wie bisher. Wir haben ja jetzt ein Landeskonzept. Das, meine Damen und Herren, von der Koalition ist nicht das, was unser Entschließungsantrag erreichen wollte. Der Kampf gegen Antisemitismus und Israel-Hetze darf und muss Geld kosten. Und ich hoffe sehr, dass wir uns an dieser Stelle auch einig sind. Ausgesprochen erfreulich ist, dass sich der Senat nun endlich der CDU-Forderung angeschlossen hat und sich zu einem Antisemitismusbeauftragten durchgerungen hat. Ich hätte mir gewünscht, dass wir im CDU-Antrag vorgesehen, dieser auch als konkreter Ansprechpartner für Schulen, Jugendeinrichtungen und Ähnliches zur Verfügung steht und nicht in erster Linie koordinierend und administrativ tätig ist. Aber hier geht die Entwicklung auf jeden Fall in die richtige Richtung. Problematischer finde ich einen anderen Aspekt. Immer wieder schimmert durch das Landeskonzept die irreführende Vorstellung, Antisemitismus sei eine weitere Form der Diskriminierung. So zum Beispiel auch bei der Zuständigkeitsbeschreibung der Antidiskriminierungsbeauftragten für Schulen, wie auf antisemitische Vorfälle zu reagieren ist. Tatsächlich ist Antisemitismus zwar selbstverständlich auch eine Form der Diskriminierung, geht darüber aber weit hinaus und kann daher auch nicht in einen Topf mit anderen Formen der Diskriminierung geworfen werden. Denn Antisemitismus zielt letztendlich auf die Vernichtung des Staates Israel und auf die Vernichtung der Juden. Und zudem hat der Antisemitismus andere, auch historische Ursachen als andere Formen der Diskriminierung. Ihm muss daher auch anders begegnet werden und dieser traurigen Besonderheit trägt das Landeskonzept noch zu wenig Rechnung.
Zudem hätte ich mir gewünscht, dass gerade im Bereich der Bildung auch Pflichtfortbildung für Lehrer und gern auch Erzieher eingeführt worden wären. Denn häufig erkennt man den beginnenden Antisemitismus ja nicht sofort an dem Punkt, an dem ein Entgegenwirken vielleicht noch möglich wäre. Freiwillige Angebote sind selbstverständlich gut und richtig, erreichen am Ende aber nur diejenigen, die ohnehin sensibilisiert und engagiert sind. Und im Rahmen der universitären Lehrerausbildung hat der Senat die Notwendigkeit von Pflichtveranstaltungen ja durchaus erkannt und gehandelt. Im Bereich Justiz und innere Sicherheit ist ein erster wichtiger Schritt mit der Antisemitismusbeauftragten bei der Berliner Staatsanwaltschaft, Frau Vanoni, getan. Aber hier liegt noch vieles, zu vieles im Argen. Von 440 eingeleiteten Ermittlungsverfahren mündeten nur 65 in einem gerichtlichen Verfahren. Das hat viele Ursachen, zum Beispiel auch die anonyme Begehung im Internet. Aber diese Zahlen schaffen kein Vertrauen bei den Betroffenen. In der Folge der geringen Ermittlungserfolge sind viele Betroffenen gar nicht erst bereit, überhaupt erst Anzeige zu erstatten. Die Dunkelziffer ist extrem hoch. Meine Damen und Herren, dass Juden in Berlin antisemitische Straftaten gar nicht erst anzeigen, weil sie nicht von einer effektiven Strafverfolgung ausgehen können, darf es nicht geben. Berlin muss die Verfolgung und Bestrafung von antisemitisch motivierten Straftaten durchsetzen und garantieren. Ein deutliches Signal zum Handeln ist auch die Entwicklung der Anzahl gewalttätiger antisemitischer Straftaten. Sie stieg von 7 im Jahr 2017 auf 27 im Jahr 2018 an. Das, meine Damen und Herren, sind Alarmzeichen, die wir nicht ignorieren dürfen. Die Berliner Polizei muss dringend mehr Zeit und Energie darauf verwenden, die Hintergründe politisch motivierter Straftaten zu ermitteln. In Berlin werden 80% der antisemitischen Vorfälle einem rechtsextremistischen Hintergrund zugeordnet. Dies widerspricht bundesweiten Umfragen, wonach der muslimisch motivierte Anteil deutlich höher liegen soll. In einer Studie der Uni Bielefeld gaben Opfer von antisemitischen Straftaten an, zu 81% von einem muslimischen Hintergrund der Täter auszugehen. Und in einer weiteren Umfrage der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte gaben die Opfer an, immerhin zu 41% einen muslimischen Hintergrund der Täter anzunehmen. Die Diskrepanz zwischen den Berliner Zahlen ist hier offensichtlich. Es ist hier gut investierte Ermittlungsarbeit, sich mit den Hintergründen ernsthaft zu befassen, statt zu stereotypen Feststellungen zu kommen. Und dies gilt in alle Richtungen, aber natürlich ist dazu auch mehr Personal bei der Berliner Polizei und der Staatsanwaltschaft erforderlich. Die geplanten Aus- und Fortbildungen bei der Staatsanwaltschaft und Polizei sind sinnvoll und unerlässlich. Selbstverständlich richtig ist die Untersagung antisemitischer Symbole und Parolen bei Versammlungen, so auch am sogenannten Al-Quds-Tag. Nicht durchringen konnte sich der Senat leider zur Frage der Strafbarkeit des Verbrennens israelischer Fahnen. Der entsprechende Antrag liegt ja auch von der Koalition geparkt, noch im Rechtsausschuss, und über die Bundesratsinitiative kommt die Koalition offenbar zu keiner gemeinsamen Auffassung. Ausgesprochen erfreulich ist, dass die Senatskulturverwaltung sich entscheiden konnte, Zuwendungsbescheide nur noch mit einer auf dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz fußenden Klausel zu erteilen, mit der jeglicher auch rassistischer oder antisemitischer Diskriminierung eine Absage erteilt wird. Die Vergabe von Räumen oder finanziellen Mitteln an die BDS-Kampagne oder vergleichbare Strömungen kann damit hoffentlich zukünftig im Kulturbereich tatsächlich effektiv ausgeschlossen werden. Es bleibt die Frage, warum ist dies in den anderen Senatsverwaltungen nicht möglich oder aber nicht gewollt? Und warum findet sich in dem Papier nirgends die Zusage einer Demokratie- bzw. Extremismusklausel in Zuwendungsbescheiden? Hier hält sich das hartnäckige Argument, man dürfe niemanden vorverurteilen. Meine Damen und Herren, wenn sich ein freier Träger, der Zuwendungen vom Land bekommt, nicht zu Demokratie und gegen Extremismus bekennt, dann ist das keine Vorverurteilung mehr. Dann, meine Damen und Herren, gibt es zu Recht kein Geld vom Staat. Unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ist das Fundament, auf dem unser Land gebaut wurde. Unser nunmehr 70 Jahre altes Grundgesetz ist großartig und garantiert allen hier lebenden Menschen Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat.
Wer sich hierzu nicht bekennen will, der muss sich um seine Finanzierung anderweitig bemühen. Zahlreiche Träger in Berlin leisten hervorragende Arbeit im Bereich der Antisemitismusprävention. Der Senat stellt zutreffend fest, dass Antisemitismus ein seit Jahrhunderten tief verwurzeltes Problem ist, das auch nicht kurzfristig zu beseitigen sein wird. Und umso mehr würde ich mir in der Konsequenz wünschen, dass die Präventionsarbeit der zahlreichen Träger zumindest in begründeten Fällen nicht ausschließlich projektbezogen und für den haushaltsrelevanten Zeitraum von 2 Jahren abgesichert wird, sondern hier auch längere Finanzierungszeiträume ins Auge gefasst werden. Kollegin, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage der Frau Kollegin Jarasch zu nein. Nur so kann abgesichert werden, dass auch über längere Zeiträume die finanzielle Absicherung erfolgen kann und die Präventionsarbeit dauerhaft abgesichert ist. Eine solche Finanzierung muss nicht der Regelfall sein, da die Haushaltswirtschaft dem entgegensteht, sollte aber in begründeten Fällen möglich sein. Meine Damen und Herren, alles in allem ist das Landeskonzept ein erster und längst überfälliger Schritt in die richtige Richtung, gar keine Frage. Es wird in 1 bis 2 Jahren zu evaluieren sein, was von diesem Konzept tatsächlich in die Umsetzung gelangt ist. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat nunmehr Frau Dr. Kitschun das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren. Fast 3 antisemitische Vorfälle werden in Berlin pro Tag gemeldet. Das sind die aktuellen Zahlen, die die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS, für das erste Halbjahr 2018 vorgelegt hat. Antisemitische Vorfälle verbleiben damit in Berlin auf konstant hohem Niveau. Hinzu kommt, das muss man immer mitbedenken, sicherlich noch eine größere Dunkelziffer. Zugleich hat sich die Zahl der gemeldeten antisemitischen Angriffe gegenüber 2017 verdoppelt. Diese traurige Realität auch in unserer Stadt zeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns weiterhin gemeinsam gegen jede Form von Antisemitismus einsetzen und die Präventionsarbeit in Berlin weiter ausbauen. Vor 10 Monaten, am 31. Mai 2018, haben wir hier in diesem Haus einen Grundsatzbeschluss zur Verstärkung und Verbesserung des Kampfes gegen Antisemitismus gefasst. Dieser Antrag, er ist schon erwähnt worden, gegen jeden Antisemitismus jüdisches Leben in Berlin schützen, war das Ergebnis eines mehrere Monate dauernden konstruktiven Beratungsprozesses zwischen 5 Fraktionen und natürlich auch der intensive Austausch mit zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren der Antisemitismusprävention. Eingebracht wurde der Antrag am Ende gemeinsam von 5 Fraktionen, CDU, FDP, Grüne, Linke und SPD. Außerordentlich begrüßt, und das war etwas Besonderes, wie ich finde, wurde unser Grundsatzbeschluss auch vom Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde zu Berlin, Gideon Joffe, der hier an dieser Stelle bei der Gedenkstunde zum 80. Jahrestag der Novemberpogrome sogar ganze Passagen aus unserem Antrag verlesen hat. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Buchholz von der AfD? Ich möchte keine Zwischenfrage. Danke. Diese Würdigung unseres Beschlusses durch die jüdische Gemeinde, gerade an diesem Tag schmerzlichen Gedenkens der Verbrechen der Nationalsozialisten, hat sicher nicht nur mich bewegt. Zugleich wurde an diesem Tag offensichtlich, warum es eben so war, dass nur 5 Fraktionen diesen Antrag erarbeitet haben, denn der fraktionslose Kollege Wild und AfD-Politiker, er ist immer noch Mitglied ihrer Partei, verhöhnte bei der Gedenkstunde die Opfer der Novemberpogrome durch das Tragen eines NS-Symbols der blauen Kornblume. 10 Monate nach dem Beschluss hat der Senat nun den Auftrag des Parlaments erfüllt und ein umfassendes Konzept zur Weiterentwicklung der Präventionsarbeit gegen Antisemitismus vorgelegt. Und Frau Seibelt, ich finde, es ist ein guter Aufschlag, es ist ein umfassendes Thema und der Senat hat die Zeit gerade mal um 2 Wochen überschritten, was bei der Komplexität des Anliegens, denke ich, schon eine gute Leistung ist. Frau Kollegin, ich darf Sie noch mal fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Wild zulassen. Fraktionslos, nein. Eingeflossen in die Entwicklung des Konzeptes, und das begrüßen wir ausdrücklich, ist viel Expertise der Zivilgesellschaft, unter anderem aus dem Arbeitskreis Antisemitismus bei der Senatskanzlei. Wir freuen uns auch, dass der Senat viele wichtige Bekenntnisse des Parlaments bekräftigt hat. Ich will hier nur das Existenzrecht und Selbstverteidigungsrecht Israels nennen und die besondere historische Verantwortung Berlins. Berlin ist, und das denke ich ist auch etwas, worauf wir stolz sein können, jetzt das erste Land, das eine solche eigenständige Konzeption zur Bekämpfung von Antisemitismus, Juden und Israelhass hat.
Lassen Sie mich einige zentrale Punkte des Präventionskonzeptes hervorheben. Erstens. Wie vom Parlament gefordert, wird die Arbeitsdefinition Antisemitismus der Internationalen Allianz für Holocaust-Gedenken in der erweiterten Form zur Grundlage des Verwaltungshandelns in Berlin. Das ermöglicht eine große Breite des Handlungsspektrums. Jede Form von Antisemitismus muss und soll abgewehrt werden, ganz egal, von welchen Personen oder welchen Personengruppen sie ausgeht. Antisemitismus ist dabei eben nicht nur gegen Juden gerichteter Hass und Diskriminierung von Juden und Juden. Antisemitismus ist immer auch eine antimoderne Weltanschauung, die sich gegen den Humanismus und unsere freiheitliche Demokratie richtet. Deshalb muss Antisemitismus sowohl in seiner spezifischen Besonderheit als auch im Zusammenhang mit anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit bearbeitet und bekämpft werden. Und diese doppelte Aufgabe ist konzeptionell im Konzept abgesichert. Zweitens, Pädagoginnen, Polizistinnen, Justizangestellte sollen noch stärker sensibilisiert und ihre Kompetenzen in der Auseinandersetzung mit Antisemitismus gestärkt werden. Antisemitismus wird deshalb als Querschnittsthema in der Lehrkräfteausbildung verankert. Und es wird mehr und umfassendere Fort- und Weiterbildungsangebote für Pädagoginnen geben. Das sind wichtige Schritte, damit eine angemessene und konsequente Intervention bei antisemitischen Vorfällen an Schulen gelingt. Auch in der Aus- und Fortbildung von Justizangestellten und PolizistInnen wird das Thema Antisemitismusprävention ausgebaut. Die Polizei Berlin hat übrigens die erwähnte Arbeitsdefinition Antisemitismus bereits Anfang 2018 als verbindliche Definition eingeführt. Und die Antisemitismusbeauftragte der Generalstaatsanwaltschaft, die schon erwähnt wurde, hat bereits gemeinsam mit dem Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus einen Wissens- und Erfahrungsaustausch mit der Fachabteilung der Staatsanwaltschaft begonnen. Auch das eine wichtige Maßnahme. Drittens, wirksame Prävention erfordert ein abgestimmtes Handeln. Deshalb unterstützen wir ausdrücklich die Schaffung eines oder einer hauptamtlichen Ansprechpartnerin für Antisemitismusprävention. Hauptaufgaben werden die Vernetzungsarbeit und die Koordination der vielfältigen Aktivitäten auf Landes- und Bezirksebene sein und natürlich die Abstimmung mit dem Bund. Diese Ansprechperson, finde ich, sollte bei der Landesstelle für Antidiskriminierung angesiedelt werden, also genau dort, wo im Senat die Förderung der Arbeit für Demokratie gegen Diskriminierung und Hassideologien koordiniert wird. Der nächste Schritt wird nun die praktische Umsetzung des Präventionskonzepts sein, das explizit, es wurde schon erwähnt, als lernendes Konzept bezeichnet wird. Da der Kampf gegen Antisemitismus uns als Fraktion sehr am Herzen liegt, werden wir diese Umsetzung und die Weiterentwicklung des Konzepts intensiv begleiten. Gerne arbeiten wir dabei auch weiter in der breiten parlamentarischen Aufstellung zusammen, die auch bereits den Ursprungsantrag eingebracht hat. In einem ersten Schritt werden wir das Konzept im Rahmen einer Anhörung im Rechtsausschuss beraten. Und natürlich werden wir bei den Haushaltsberatungen im Herbst schauen, ob für das wichtige Schwerpunktthema Antisemitismus genügend Mittel auch aus Sicht der Parlamentarierinnen und Parlamentarier zur Verfügung gestellt werden. Ich gehe aber davon aus, dass der Senat hier schon einiges an Arbeit leisten wird. Und das werden wir dann gemeinsam im Herbst bewerten. Und ein Wunsch, vielleicht auch in Richtung Senat, es wäre natürlich schön, wenn wir noch in dieser Wahlperiode einen ersten Zwischenbericht zur Umsetzung bekommen können, damit dieses Parlament, was das angeschoben hat, darüber auch noch in dieser Zusammensetzung beraten kann. Schließen möchte ich mit einem Zitat von Lala Süskind, der Vorsitzenden des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus. Dieser jüdische Verein ist Träger mehrerer Projekte, die durch das Landesprogramm Demokratie, Vielfalt, Respekt gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus gefördert werden. Ich zitiere Lala Süskind. Der Kampf gegen Antisemitismus ist nicht nur wegen oder für die Juden zu führen, sondern für die offene, liberale, tolerante und demokratische Gesellschaft. In diesem Sinn tun wir gemeinsam etwas für unsere Demokratie und eine menschliche, demokratische Stadtgesellschaft. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion hat jetzt der Kollege Pastarski das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Berliner! Wir Deutschen haben ohne jeden Zweifel eine besondere Verantwortung für den Schutz des Judentums, auch und gerade hier in Berlin. Die AfD ist sich dessen in vollem Umfang bewusst und lebt diese Überzeugung.
Daran ändert auch die ständige Wiederholung von Antisemitismusvorwürfen aus dem Munde unserer politischen Gegner absolut gar nichts. Es ist die nicht schwer zu erratende Absicht, das Leiden der europäischen Juden im Kampf gegen die Alternative für Deutschland auf schamlose Weise und aus parteipolitischen egoistischen Motiven zu instrumentalisieren. Dahinter steckt der durchsichtige Versuch, mit der Faschismuskeule eine vom Mainstream abweichende politische Kraft zu diskreditieren. Ich finde, dieses Verhalten, werden Sie doch mal dem Anlass gerecht, Herr Schneider, und fangen Sie nicht ständig an, dazwischen zu labern. Ich finde, nein, ich lasse keine Zwischenfragen zu, das Thema ist zu ernst, um hier parteipolitische Geplänkel zu machen. Ich finde dieses Verhalten erbärmlich, denn es verhöhnt die wirklichen Opfer antisemitischer Übergriffe und lenkt davon ab, wer in vielen Fällen jenseits der notorisch antisemitischen Neonazis die wirklichen Täter sind. Die AfD bekennt sich uneingeschränkt zum Existenzrecht Israels. Die AfD stellt sich als einzige Kraft gegen die unkontrollierte Massenzuwanderung von antisemitisch sozialisierten Ausländern. Die AfD ist die einzige Partei, die die Interessen der jüdischen Bürger in unserem Lande vertritt. Damit sind wir auch die einzigen, die wirklich überzeugend gegen jeden Antisemitismus eintreten, egal ob er von links, von rechts oder aus islamischen Kreisen kommt. Im Bundestag waren wir dieses eine Mal gemeinsam mit der FDP die einzigen, die für eine verstärkte Unterstützung Israels bei Abstimmungen im Rahmen der Vereinten Nationen gestimmt hatten. Wir stellen uns klar gegen die Vielzahl der VN-Resolutionen, in denen ausschließlich Israel verurteilt wird, während andere Akteure des Nahostkonflikts erst gar nicht benannt werden. Mit den Stimmen von Union, SPD und Linken wurde dieser Antrag im Bundestag abgelehnt. Das sind die traurigen Fakten. Meine Damen und Herren, verschließen wir nicht die Augen vor der Realität. Unsere jüdischen Mitbürger in Deutschland haben Angst vor der unkontrollierten Massenzuwanderung aus archaisch geprägten, undemokratischen islamischen Staaten. Sie fürchten sich vor vielen dieser jungen Männer, ihren Clans und ihrem Menschenbild. Das hat etwas mit Selbstschutz zu tun und nicht mit Islamfeindlichkeit, wie Sie es immer wieder behaupten. Wer uns, die einzigen aufrechten Gegner des Islamismus in Deutschland, angreift, der stellt sich damit automatisch auch gegen die jüdische Bevölkerung. Denn diese Juden in Deutschland sind in großer Sorge und sie schauen mit großer Sorge nach Frankreich, wo seit 2014 bereits mehr als 20.000 Juden nach Israel ausgewandert sind, weil sich die Lage in Frankreich zunehmend verschlechtert. Ist das möglicherweise ein Omen für Deutschland? Der Sohn polnisch-jüdischer Eltern, der französische Philosoph und Autor Alain Finkielkraut, hat sich im Figaro dazu wie folgt geäußert, und ich zitiere: Man darf nicht alles in einen Topf werfen. Wir erleben nicht die Rückkehr der 30er Jahre. Es handelt sich um einen neuen Typ von Antisemitismus, dem wir ins Auge sehen müssen. Man hat mich als Zionisten beschimpft und Palästina gerufen. Ein Mann mit leichtem Bart rief mir zu: Gott wird dich bestrafen. Das hat nichts mit der Sprache des Rechtsextremismus zu tun. Das ist die Rhetorik der Islamisten. Meine Damen und Herren, die jüdischen Mitbürger in Deutschland wissen aus Israel, welche Gefahr durch Teile der islamischen Welt droht. Und sie wissen um die heimlichen Sympathien bei uns von der weit verbreiteten Israelfeindlichkeit der politischen Linken. Dort im Nahen Osten verteidigt ein seit Jahrtausenden verfolgtes und seit Jahrzehnten ums nackte Überleben kämpfende Volk seinen, den einzig wirklichen demokratischen Staat in dieser Region der Diktaturen. Und in Deutschland und in Europa wird darüber debattiert, wie die Rechte palästinensischer Steinewerfer, Bombenleger, Jerusalem-Beschwörer und Selbstmordattentäter besser geschützt werden können. Deutsche
und arabische Israelhasser rufen gemeinsam zum Boykott jüdischer Geschäfte auf und versuchen, mitten in unserem Land eine demokratische Diskussion bei öffentlichen Veranstaltungen, bei der auch Freunde Israels zu Wort kommen, zu verhindern. Meine Damen und Herren, das ist der reale und somit wirklich gefährliche Antisemitismus im Jahr 2019. Meine Damen und Herren, es ist nur wenige Tage her, als in den Zeitungen über eine palästinensische Terroristin berichtet wurde, die in Berlin eine Hassrede halten wollte. Dafür hatte sie zunächst sogar ein offizielles Visum bekommen. Erst durch den öffentlichen Druck wurde diese Aufenthaltserlaubnis zurückgenommen und ein Auftrittsverbot erteilt. Trotzdem ist die fragwürdige Dame einfach geblieben und ließ sich von linken und islamistischen Unterstützern bei einem Vortrag feiern. Danach ist sie unbehelligt nach Hause geflogen. Und ich frage mich, wie ist so etwas eigentlich möglich? Warum wird eine Terroristin, die sich illegal in unserer Stadt aufhält und verbotenerweise öffentlich auftritt, nicht auf der Stelle festgenommen und außer Landes gebracht? Hängt das möglicherweise mit der Regierungsbeteiligung der dunkelroten DDR-Überbleibsel unter dem Deckmantel der Linken zusammen? Schon Ost-Berlin war dafür bekannt, arabische Terroristen im Kampf gegen Israel und den Westen zu schützen, zu unterstützen und zu instrumentalisieren. Das war eine ganz und gar unheilige und blutige Allianz. Ein abstoßendes, menschenfeindliches, antisemitisches Zweckbündnis, das wir längst überwunden glaubten. Aber es ist offensichtlich irgendwie noch da. Und es wird geduldet und gestützt, auch von Ihnen, Herr Regierender Bürgermeister, und Ihrem Senat. Meine Damen und Herren, natürlich gibt es nicht nur arabischen Judenhass, der bei deutschen Linksextremisten von jeher auf offene Ohren trifft. Zurückgekehrt ist inzwischen leider auch die judenfeindliche Sprache der Nationalsozialisten. Wiederbelebt wurde sie hier in Berlin vor kurzem von niemand anderem als der SPD. Ja, Herr Saleh, auch wenn die linke Berliner Justiz rechtliche Schritte bisher verweigert, vergessen haben wir ihren widerwärtigen Rattenvergleich von der letzten Klausurtagung der SPD-Fraktion nicht. Und dann ist da noch eine, ich weiß nicht für was, Staatssekretärin, die berüchtigte Wannsee-Konferenz, also die Planung des industriellen Massenmordes an Juden, in vollkommener Geschichtsvergessenheit zur Diskreditierung der AfD instrumentalisierte. Ich sagte es eingangs schon, so verhöhen Sie die Millionen wirklichen Opfer und relativieren auf unerträgliche Weise die unsäglichen Verbrechen der damaligen Massenmörder. Angesichts dieser Unappetitlichkeiten stellt sich mir die Frage, warum wir uns überhaupt noch über das Erstarken des Antisemitismus wundern. Die Ursachen liegen doch klar auf der Hand und sind für alle erkennbar. Ich fasse sie gern noch einmal für Sie zusammen. Wir öffnen die Grenzen für judenfeindliche Zuwanderer. Wir dulden das Bündnis zwischen arabischen Terroristen und deutschen Linken, Sozialisten und Kommunisten. Und die Untergangspartei SPD bedient sich in ihrem Überlebenskampf leider im Straßenkampfwörterbuch der NSDAP. Das muss so benannt werden und wir werden keine Gelegenheit auslassen, um den Menschen in unserem Land die Wahrheit zu sagen, wieder und wieder. Meine Damen und Herren, nun kennen Sie die wirkliche Lage, aber was ist zu tun? Die Politik der Altparteien verschließt sich seit Jahren davor und die Augen davor, Parallelstrukturen in Koranschulen zu identifizieren, vor islamischen Friedensrichtern und Gegengesellschaften. Mit der unkontrollierten Massenzuwanderung wurde auch massenhaft Antisemitismus ins Land geholt. Wirksame Schritte gegen diesen Antisemitismus gibt es bisher so gut wie gar nicht. Außer einiger allgemeiner Floskeln ist aus der Politik kein Widerstand zu spüren. Das ist keine Deeskalation, das ist Feigheit. 2018 warnte der Simon Wiesenthal-Sender, antijüdische und anti-israelische Demonstrationen häufen sich aktuell in Deutschland genauso wie tätliche Angriffe auf unsere jüdischen Mitbürger. Daran dürfte sich in diesem Jahr kaum etwas geändert haben. In meinen Augen ist das eine schlimme, eine nicht hinzunehmende Entwicklung, die ihren Ursprung in der immer noch andauernden, unkontrollierten Massenzuwanderung von Muslimen nach Deutschland hat. Diese Menschen bringen nicht nur viel zu oft ihr mittelalterliches Weltbild, sondern auch ihren Judenhass und staatlich geschürten Hass auf Israel in die deutsche Gesellschaft mit. Und die Altparteien sind immer noch nicht gewillt,
unsere Grenzen zu schützen. Meine Damen und Herren, wir setzen uns für eine Begrenzung des unkontrollierten Migrantenstroms aus den arabischen Ländern ein und wollen damit auch den importierten Antisemitismus bekämpfen. Die AfD fordert zudem wirksame Sofortmaßnahmen Der immer weiter um sich greifende Antisemitismus darf nicht weiter toleriert werden. Das sind zum Beispiel Versammlungen, bei denen Flaggen des Staates Israel verbrannt werden, oder Demonstrationen, auf denen offen für jeden sichtbar Israel judenfeindlich agitiert wird. Sie müssen von der Polizei umgehend aufgelöst und die Täter festgenommen werden. Meine Damen Herr Kollege, und Herren, Sie haben jetzt eine Minute überzogen. Ich komme zum Ende. Meine Damen und Herren, Europa und Deutschland sind wesentlich geprägt von der griechisch-römischen Antike, dem Christen- und Judentum, der Aufklärung und den Menschenrechten. Im Geist von Freiheit, Rechtsstaat und Demokratie wollen wir dieses Europa für uns und unsere Nachkommen dauerhaft erhalten. Wir werden die europäischen Grundprinzipien von Recht, Freiheit und Demokratie verteidigen. Dazu gehört gerade das Aufstehen gegen jede Form des Antisemitismus. Herr Kollege, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für eine Zwischenbemerkung hat Herr Kollege Saleh das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir sprechen hier über das Thema Antisemitismus in Deutschland und haben Bilder in Erinnerung, wie in Chemnitz von Rechten ein jüdisches Restaurant attackiert wird. Wir haben Bilder von Rechtsradikalismus, von offenen Portalen, von Menschen aus ihrer Führung, die Holocaust verleugnen, die anfangen zu relativieren. Und Sie sprechen nicht einmal hier auch über Rechtsradikalismus und Antisemitismus. Das ist eine Schande. Das ist eine Schande, wie Sie hier aufgetreten sind als Vorsitzender der AfD. Sie sprechen die Sozialdemokratie an. Es waren Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die im Reichstag gesagt haben, dass man ihnen Leben und Arbeit und alles nehmen kann, aber nicht die Würde und nicht die Freiheit. Schämen sollten sie sich dafür, den Vergleich zu ziehen, dass Sozialdemokraten wegschauen oder relativieren. Es waren Menschen, die ihren Geist geatmet haben, die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, Kommunisten, Menschen, weil sie jüdischer Abstammung waren, Menschen, weil sie eine Behinderung hatten, Menschen, weil sie anders waren, umgebracht, drangsaliert und in KZs gesteckt haben. Schämen sollte sich für diesen Auftritt hier im Hohen Haus, im Parlament in Berlin. Schämen sollten sie sich. Berlin ist sich der Verantwortung bewusst. Nie wieder, nie wieder, nie wieder wollen wir haben, dass Menschen andere Menschen aufgrund ihrer jüdischen Glaubens drangsalieren. Wir wollen Synagogen bauen. Wir wollen jüdische Unternehmen stärken. Wir wollen jüdisches Leben stärken. Und wir wollen, dass Menschen wie Sie respektieren, dass Judentum dazugehört. Judentum ist Teil unserer Leitkultur. Sie sind ein Heuchler, sind Sie. Sie missbrauchen die Menschen jüdischen Glaubens für Ihre Zwecke und für nichts anderes. Ein Heuchler sind Sie. Und deswegen sage ich Ihnen eins ganz deutlich. Sie sind der Letzte, von dem wir Ratschläge brauchen. Fassen Sie sich an die Nase, was das Thema betrifft, und denken Sie darüber nach, in Ihren eigenen Reihen erstmal Klarheit dafür zu schaffen, dass Judentum von uns, von den demokratischen Parteien, geschützt wird. Sie sind Teil Berlins, Sie gehören zu uns, Sie sind Teil unseres Landes. Unsere Rede ist das.
Zur Erwiderung hat jetzt der Kollege Pasterski das Wort. Ja, Herr Saleh, von Ihnen habe ich eigentlich gar nichts anderes erwarten als eine Hassrede. Ja? Sie beweisen es einmal mehr, dass Sie null Geschichtskenntnis haben, dass Sie nicht differenzieren können, ja, dass Sie offensichtlich auf dem islamischen Auge blind sind und offensichtlich den wirklichen Antisemitismus in seiner gesamten Breite überhaupt nicht erkennen. Sie sollten doch genau wissen, wo der Antisemitismus hier in Berlin hauptsächlich herkommt. Und in einer Rede heute wurde es auch angesprochen. Und ich sage Ihnen noch eins, Herr Saleh, Sie können noch so viel schimpfen. Die Menschen draußen wissen ganz genau, wer sich auf ihre Seite stellt. Auch die jüdischen Mitbürger wissen ganz genau, wer sich auf ihre Seite stellt. Ich habe mit einigen gesprochen. Und es sind eben nicht Sie, sondern es ist unter anderem die AfD. Und wissen Sie, es gibt einfach da nicht viel mehr dazu zu sagen. Schämen Sie sich für das, was Sie gesagt haben, und schämen Sie sich weiterhin für Ihren Rattenvergleich, Herr Saleh. Sie benutzen die Sprache der Nazis. Und dafür sollten Sie sich wirklich schämen. Für die Fraktion Die Linke hat jetzt Frau Kollegin Helm das Wort. Bitte schön. Meine Damen und Herren, wenn Sie soweit wären. Ich darf jetzt wieder um Ruhe bitten. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Gäste, vor allem die jungen Gäste, die wahrscheinlich die Zukunft von Berlin sind und sich diese Debatte hier anhören. Und ich bin mir nicht sicher, was ihr darüber denkt. In zwei Wochen wird die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus ihren Bericht zu antisemitischen Vorfällen im Jahr 2018 vorlegen. Ich kann die Ergebnisse jetzt noch nicht vorausnehmen, aber in den vergangenen Jahren mussten wir einen besorgniserregenden Anstieg antisemitischer Vorfälle zur Kenntnis nehmen. Und die kamen aus diversen Phänomenbereichen. Aus den Berichten konnten wir ablesen, auf welche vielfältige Art und Weise sich Antisemitismus Bahn bricht. Das geht vom geraunten Gerücht hinter vorgehaltener Hand bis zu Gürtelschlägen auf offener Straße. Und ebenso vielfältig ist auch die Art, wie Antisemitismus begründet wird. Religiös, geschichtsrevisionistisch, israelbezogen, verschwörungsideologisch oder völkisch. Und manchmal kommt sogar alles zusammen. Und entsprechend mannigfaltig müssen wir auch diesem entgegentreten. Wir brauchen umfassende Konzepte, die sowohl Erforschung und Analyse, Bildung und Prävention, aber auch Intervention und natürlich auch die Hilfe für Betroffene miteinander verzahnen. Denn die klarsten Erkenntnisse helfen uns nicht weiter, wenn wir sie nicht auch nutzen. Und diesem Anspruch wird das ressortübergreifende Landeskonzept zur Weiterentwicklung der Antisemitismusprävention gerecht. In der Erarbeitung des Konzeptes waren unsere Partnerinnen und Partner der Zivilgesellschaft eingebunden. Auf die möchte ich nachher noch mal gesondert eingehen. Und auch die Fraktionen, die letztes Jahr den Antrag gestellt haben, wurden regelmäßig in Fachgesprächen über die Umsetzung des Beschlusses informiert. Und ich glaube, Herr Rissmann hatte einen Zwischenruf gehabt in meiner letzten Rede. Ich habe das dann erst im Plenarprotokoll nachgelesen. Ja, selbstverständlich war auch die AfD-Fraktion hier eingebunden. Und ja, Herr Pasterski, dass Ihre Fraktion dort nicht eingebunden war, war die richtige Entscheidung. Das war eine bewusste Entscheidung. Und wir haben heute auch gesehen, warum es die richtige Entscheidung war. Dieses Haus redet über Antisemitismus, die AfD redet über die AfD. Die AfD setzt sich immer wieder selbst mit den Opfern von Antisemitismus gleich. Das ist missbräuchlich und das wissen auch diejenigen, die sich in dieser Stadt Antisemitismus entgegenstellen und deswegen arbeiten diese nicht mit ihnen zusammen.
Eines der zentralen Anliegen war ja die Einsetzung einer hauptamtlichen Ansprechperson und diese wird in Zukunft die Präventionsnetzwerke koordinieren. Und zudem soll sie künftig auch jährlich Daten und Erkenntnisse zu antisemitischen Vorfällen aus verschiedenen Erfassungsquellen zusammenführen. Wir erhoffen uns daraus ein umfassenderes, aufschlussreicheres Lagebild, denn die Zahlen und die Blickwinkel von beispielsweise RIAS und der Polizei unterscheiden sich ja schon sehr erheblich. Nicht jeder antisemitische Übergriff ist tatsächlich auch eine Straftat und nicht jedes Opfer einer Straftat geht auch zur Polizei. Eine der tragenden Säulen des Landeskonzeptes ist natürlich die Bildung, denn hier wurden uns in letzter Zeit immer wieder große Nachbesserungsbedarfe angezeigt. Das fängt bei den Lehrinhalten und der Vermittlung von Gedenkkultur an. In den nächsten Jahren wird es leider kaum noch Zeitzeuginnen geben, die ihre Geschichten erzählen könnten. Es ist unsere Pflicht, ihr Andenken zu wahren und uns entschieden gegen diese gegenwärtigen Entwicklungen zu stellen. Insbesondere auch rufen nach einer Kehrtwende in der Gedenkkultur. Und auch, dass eine postmigrantische Gesellschaft andere Zugänge zur Geschichte hat, muss hierbei berücksichtigt werden. Und vor allem vor dem Hintergrund, dass einige polternd immer wieder von Schuldkult schwadronieren und so das Andenken an die Opfer an der Shoah verächtlich machen, zeigt, wie wichtig eine lebendige Gedenkkultur ist. Aber es wird auch immer noch viel zu wenig vermittelt, dass der Antisemitismus 45 keinesfalls verschwunden ist. Nein, er hat sich in der Mitte der Gesellschaft eingenistet und es sich dort bequem gemacht. Zudem müssen wir erfahren, dass jüdische Kultur lebendig ist. Das müssen wir erfahrbar machen. Berlin hatte schon immer eine starke jüdische Gemeinde. Und glücklicherweise wächst diese inzwischen wieder. Berlin ist auch schon immer jüdisch gewesen. Und an dieser Stelle übernimmt die Kulturverwaltung auch Verantwortung. Durch die Förderung jüdischen Lebens in Berlin und durch den interreligiösen Dialog, sowohl einen muslimisch-jüdischen Dialog als auch einen christlich-jüdischen Dialog. Frau Kollegin, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des fraktionslosen Abgeordneten will. Nein, herzlichen Dank. Gar keine Zwischenfrage. Nein, danke. Berlin wird mit antisemitischen Vereinen nicht zusammenarbeiten und sie auch nicht fördern. Deshalb wird der Senat in der Kulturförderung einen Passus der Zuwendungsbescheide einfügen, demzufolge die Zuwendung unter der Bedingung gewährt wird, dass es im Rahmen der Mittelverwendung zu keiner Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, ethnischer Herkunft, rassistischen oder antisemitischen Zuschreibungen, Nationalität, der Religion oder Weltanschauung oder der Behinderung kommt. Ich gebe Frau Seibelt durchaus recht. Ich finde, hier könnten sich die anderen Senatsverwaltungen ruhig mal abschreiben von der Kulturverwaltung. Vielleicht können wir das ja im Zuge der Beratung noch nachbessern. Es ist ein überfälliger Schritt und ich finde, wir können den auch ausweiten. Am Ende sind es aber unsere zivilgesellschaftlichen Partner, die mit ihrer täglichen Arbeit dieses Konzept umsetzen. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Im Besonderen bei der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, dem Anne-Frank-Zentrum, der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ja, und genau deswegen auch besonders bei der Amadeo-Antonio-Stiftung, die trotz eines rechten Shitstorms, die trotz Terrordrohungen, die trotz immer wieder antisemitischer Anfeindungen, die Sie und Ihre Leiterin immer wieder erfahren müssen, kontinuierliche Bildungsarbeit gegen Antisemitismus in dieser Stadt leistet, obwohl sie selbst betroffen ist, wie sich hier wieder zeigt. Aber auch, darf ich weiterreden, Herr Wanzner? Sind Sie einverstanden? Aber auch bei, ich würde mich gerne noch bei unseren anderen Partnerinnen und Partnern bedanken, wenn Sie es zulassen, der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus und natürlich dem Forum gegen Antisemitismus und für Demokratie. Ich danke euch und Ihnen ganz, ganz herzlich für die Arbeit. Berlin steht zusammen gegen Antisemitismus. Das muss auch gemeinsam in der Praxis gelebt werden. Das haben wir zum Beispiel bei der breiten Solidaritätsbekundung in Form von Berlin trägt Kippa nach einem schockierenden Angriff auf einen Kippa-Träger in Berlin erlebt. Oder als der Kultursenator Klaus Lederer und die Festivalveranstalter des Popkulturfestivals unverrückbar und klar an der Seite von Künstlerinnen und Künstlern standen, die durch die BDS-Kampagne massiv unter Druck gesetzt und erpresst wurden. Oder wir haben es auch erlebt, zum Beispiel
als die Aufenthaltsgenehmigung für eine Terroristin entzogen wurde und ihr ihre Terrorpropaganda untersagt worden ist. Auch wenn die Bundesregierung hier schon hätte früher handeln müssen, hat Berlin hier Haltung gezeigt. Gegen jeden Antisemitismus heißt auch, dass Symbole der antisemitischen und faschistischen Alldeutschen aus diesem Hohen Haus entfernt werden. Und wir werden jeden Versuch, diese zur Normalität werden zu lassen, entschieden zurückweisen. Berlin steht geschlossen gegen Antisemitismus. Das haben wir auch erlebt und ich bin sehr froh darüber, als sich die Open Society Foundation in Berlin angesiedelt hat und hier ein neues Zuhause gefunden hat und ihre wichtige Arbeit nun hier fortsetzen kann, nachdem sie im Zuge einer staatlichen antisemitischen Hetzkampagne gegen sie und ihren Gründer George Soros aus Budapest vertrieben worden war. Der Sprecher der Open Society Stiftung sagte im Zuge dessen über Berlin, Berlin sei Zentrum und Symbol der freien Welt. Und genau das ist der Charakter Berlins. Seine Vielfalt in jeglicher Hinsicht strahlt für viele Menschen den großen Reiz an Berlin aus. Diese Vielfalt gilt es zu verteidigen und zu dieser Vielfalt gehört eben selbstverständlich auch das jüdische Leben Berlins und auch eine kritische Auseinandersetzung mit tatsächlich existierendem Antisemitismus. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat Herr Kollege Fresdorf das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist wichtig, dass wir heute in diesem Hohen Hause zu dem Thema Berlin gegen jeden Antisemitismus reden. Und es ist auch wichtig, dass dieses Hohe Haus einen Konsens dazu hat, dass wir jede Form des Antisemitismus ablehnen. Es ist richtig und wichtig, dass es in dieser Stadt einen breiten gesellschaftlichen Konsens dafür gibt, dass in Berlin nicht ein Fingerbreit Platz ist für Antisemitismus. Und dieses Thema wird immer wichtiger, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir die Zeitschiene betrachten und im Auge haben, dass uns jetzt nach und nach die letzten Zeitzeugen der dunkelsten Etappe in der Geschichte unseres Landes uns verlassen. Stück für Stück gehen die, die uns aus eigener Erfahrung mahnen können, die berichten können, wie es war, als Antisemitismus gang und gäbe war, als es dazugehörte, zum guten Ton ein Antisemit zu sein. Diese Generation verlässt uns nun. Und darum bin ich besonders dankbar Ihnen gegenüber, Herr Präsident Wieland, dass Sie jedes Jahr diesen Saal der Obermeier-Stiftung zur Verfügung stellen, wo wir in einer Feierstunde die Verleihung des Obermeier-Preises zum German Jewish History Award erleben können, wo Menschen aus der Zivilgesellschaft eben diese dunkelsten Stunden aufarbeiten, aber noch viel mehr tun. Sie zeigen uns die Wurzeln jüdischen Lebens in Deutschland auf und zeigen uns, dass es in jedem kleinen Dorf jüdische Geschichte gab. Und es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, und dass wir immer wieder darüber sprechen, was geschah und dass es nicht aus dem Bewusstsein unserer Gesellschaft verschwindet. Und dafür müssen wir gemeinsam streiten und nicht miteinander, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und gerade in Anbetracht dessen, dass wir uns bei weitem nicht bei Stunde Null befinden beim Kampf gegen den Antisemitismus, sondern dass es schon viele funktionierende Programme geben sollte, dass es viele Programme gibt, die sich diesem Thema widmen, umso erschreckender ist es doch, wenn uns Berichte zuteil werden,
dass der jüdische Vater aus Berlin berichtet, dass seine Kinder, wenn sie aus der Schule nach Hause kommen, jeden Anschein jüdischen Lebens in ihrer äußeren Erscheinung verstecken müssen. Dass sie nicht bespuckt, beschimpft, geschlagen oder mit Gegenständen beworfen werden. Oder dass Besitzer von Restaurants bedroht werden, weil sie koscheres Essen anbieten. Dass Menschen, weil sie eine Kippa tragen, mit einem Gürtel geschlagen werden. Dass in Unterkünften von Flüchtlingen Hassparolen an den Wänden stehen. All das dürfte es eigentlich nicht geben, da wir uns nicht in der Stunde Null der Arbeit gegen den Antisemitismus befinden. Mit Berlin trägt Kippa hat Berlin ein deutliches Zeichen gesetzt, dass unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger uns an ihrer Seite haben und dass sie ein Teil dieser Stadt sind und dass wir keinen Fingerbreit denen geben, die dies nicht wollen. Dieses eindrückliche Zeichen war notwendig, denn es herrscht eine Verunsicherung auch in der jüdischen Gemeinschaft. Es gibt wieder Berliner Jüdinnen und Juden, die überlegen, ob sie diese Stadt verlassen. Und das ist doch in Anbetracht unserer Geschichte unfassbar, dass es wieder so weit kommen konnte, dass sich jüdische Berlinerinnen und Berliner so unsicher in der Stadt fühlen, dass sie überlegen, Berlin zu verlassen. Und darum ist es wichtig, dass wir gegen Antisemitismus streiten. Mit der Vorlage des Berliner Landeskonzepts geht es ja um eine Weiterentwicklung letztendlich der vorhandenen Angebote, einer Qualifizierung dessen, was es bereits schon im Land Berlin gegeben hat. Und eine Formulierung hat mir besonders gut gefallen und das möchte ich hier auch erwähnen. Sie sprechen von lernenden Angeboten, die man machen muss. Denn Antisemitismus verändert sich. Antisemitismus wandelt sich, so wie die Zeiten sich wandeln und so sind auch seine Erscheinungsformen. Und das müssen die Angebote auch tun. Denn ich erreiche die Menschen nicht mehr da, wo ich sie vor 20 Jahren erreicht habe. Ich habe andere Tätergruppen, die in den letzten Jahren dazugekommen sind. Auch die muss ich erreichen, wenn ich über Präventionsarbeit spreche. Und darum bin ich Ihnen dankbar, dass Sie so weit mitgedacht haben, die Angebote lernen zu lassen, mitzugehen mit der Zeit, um genau das zu tun, was man tun muss, zielgerichtet gegen Antisemitismus zu arbeiten. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Buchholz von der AfD-Fraktion. Ja, Herr Präsident. Bitte schön, Herr Kollege Buchholz. Ja, Herr Friesdorf, es wurde hier jetzt mehrfach auch von Ihnen die Gürtelattacke erwähnt. Ist Ihnen bekannt, dass der 19-jährige Syrer Knan Al-S diese Gürtelattacke ausgeführt hat, sich der Polizei gestellt hat, die Tat gestanden hat und zu 4 Wochen Arrest verurteilt worden ist? Ja, das ist mir bekannt. Danke für die Frage, Herr Buchholz. Wir haben tatsächlich neue Formen des Antisemitismus, den wir in den letzten Jahren in diesem Land nicht kannten. Und darüber haben wir gesprochen. Die Kollegin Seibelt hat vorhin trefflich auch die Forschungsstudien dazu zitiert, die sich auf die Herkunft auch der neuen Tätergruppen auch bezog. Und wir haben diesen breiten gesellschaftlichen Konsens, dass Antisemitismus keinen Fingerbreit Platz in dieser Stadt hat. Und wir müssen auch eins deutlich sagen, jeder, der nach Berlin kommt, um hier sein Glück zu suchen, der hier Schutz zu suchen herkommt, der muss wissen, wenn du ein Antisemit bist, wirst du nie im Herzen dieser Gesellschaft ankommen und könntest rein theoretisch gleich da bleiben, wo du hergekommen bist. Wir müssen entschiedener gegen alle Formen von Antisemitismus vorgehen. So auch gegen den unsäglichen Al-Quds-Marsch, der jedes Jahr stattfindet. Es ist immer wieder eine Schande, wenn dort Flaggen des Staates Israel verbrannt werden, das Existenzrecht dieses Staates infrage gestellt wird. Das ist deutsche Staatsräson, dass Israel ein Bestandsrecht hat, das es sich verteidigen darf
Und dafür stehen wir alle in diesem Hause. Auch ist es wichtig, dass die neue Form von Kauft nicht bei Juden nicht mehr gefördert wird. Dass es keine Möglichkeit gibt für den BDS, öffentliche Mittel in die Hand zu bekommen und damit üble Propaganda zu betreiben. Das ist entscheidend und das ist ein richtiger Schritt. Und dafür danke ich Ihnen. Was wir aber auch nicht tun sollten, und das ist leider in einigen Redebeiträgen Teil dieser Beiträge gewesen, und wo wir wirklich genau bleiben sollten, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es, Antisemitismus kann man nicht mit anderen Formen der Diskriminierung vergleichen, weil er einfach viel weiter geht als einfache Diskriminierung. Er ist darauf ausgerichtet, ein ganzes Volk zu vernichten und einen Staat auszulöschen. Und das ist nicht vergleichbar mit irgendetwas anderem. Und dagegen müssen wir so entschieden kämpfen wie gegen nichts anderes. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns heute noch mal ein geschlossenes Zeichen setzen. In einer demokratischen und freien Gesellschaft müssen wir es auch aushalten, wenn Kollegen in diesem Hause, deren Meinung wir oft nicht teilen, auch zu diesem Thema sprechen. Wir müssen es einfach aushalten und schauen, dass wir ein deutliches Signal in diese Stadt treiben, dass es keinen Fingerbreit für Antisemitismus in Berlin gibt. Berlin ist eine freie Stadt, eine Stadt der Vielfalt, und Berlin war immer eine Stadt mit einem reichen jüdischen Leben, mit einem fröhlichen jüdischen Leben, mit tollen jüdischen Nachbarinnen und Nachbarn. Und das soll sie auch bleiben. Lassen Sie uns gemeinsam alle Anstrengungen unternehmen, dass es so ist und sich alle Jüdinnen und Juden in dieser Stadt sicher und wohl fühlen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Zu diesem Tagesordnungspunkt hat der fraktionslose Abgeordnete Wild gemäß § 64 Absatz 2 der Geschäftsordnung einen Redebeitrag angemeldet. Die Redezeit beträgt bis zu 3 Minuten. Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, es ist gut, dass wir uns ohne Wenn und Aber für jüdisches Leben in Berlin aussprechen und einsetzen. Gerade in Zeiten, in denen äußerlich als Juden erkennbare Menschen in dieser Stadt Anfeindungen befürchten müssen. Anfeindungen, für die letztlich die Politik der leider seit Jahren dieses Land und unsere Stadt regierenden Parteien verantwortlich ist. Es war der 8. November vergangenen Jahres, als Berliner die Namen der 40.000 ermordeten jüdischen Berliner am Holocaust-Denkmal verlasen. Dort sprachen der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, der regierende Bürgermeister, der katholische und der evangelische Bischof, Berliner Schülerinnen und einfache Passanten. Nur 2 durften an diesem Gedenken in Form der Namensverlesung nicht teilhaben. Der Fraktionsvorsitzende der AfD-Fraktion, unser werter Kollege Georg Passerski, dessen Vater selbst Opfer der Nationalsozialisten gewesen war, und ein weiterer AfD-Politiker aus diesem Hohen Hause, nämlich ich selbst. Lea Roos verweigerte dies. Das ist erstaunlich. War nicht Roos jene Protagonistin, die im Konzentrations- und Vernichtungslager Belzec in Polen den Backenzahn eines ermordeten Juden mitgehen ließ, um ihn jahrelang in einer häuslichen Schublade aufzubewahren? Es bereitete ihr kein Unwohlsein, in Gegenwart des Überrestes eines ermordeten Juden zu schlafen, zu speisen und andere häuslichen Verrichtungen zu erledigen. Als wäre es nur ein Donnerkeil oder eine Muschel vom Strand. Glücklicherweise wurde Frau Roos' Vorschlag, diesen Zahn in die Stelen des Denkmals unserer Schande einzuzementieren, damals nicht entsprochen. Gleichwohl bleibt die Leichenfletterei bemerkenswert. Noch bemerkenswerter ist, dass sich keiner darüber aufregte. Sie war sogar der Verleihung eines Bundesverdienstkreuzes nicht abträglich. In der jüdischen Allgemeinen konnte man lesen, Lea Roos hätte sich am 8. November über meine blaue Blume der deutschen Romantik echauffiert. Die blaue Blume, die, wie gerade jemand an das Landesverfassungsgericht schrieb, in der Wahrnehmung der Swastika, also dem Hakenkreuz, entspricht. Ich muss hier allerdings mitteilen, dass mich auf der Gedenkveranstaltung am Holocaust-Mahnmal niemand auf die blaue Blume der deutschen Romantik ansprach. Weder Frau Roche oder Frau Roos
noch sonst irgendwer. Lassen Sie mich vermuten, hier hat jemand das verbreitet, was Neudeutsch als Fake News bezeichnet wird. Niemand konnotiert in Berlin die blaue Blume der Königin Luise mit dem Nationalsozialismus. Und das ist auch gut so. Shalom. Für den Senat spricht jetzt Herr Senator Behrendt. Bitte schön, Herr Senator. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Anwesende. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Senator hat das Wort. Jetzt bitte ich wieder, die Zwischengespräche einzustellen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Anwesende. Es steht dem Senat bekanntlich nicht zu, Abgeordnete zu beurteilen, aber zu dem Redebeitrag eben gäbe es so einiges zu sagen. Und ich bin auch der Meinung, das Thema ist zu wichtig, um sich nur um eine Fraktion hier im Haus zu kreisen. Kindermörder. Hätte ich ein Messer, hätte ich dich schon längst abgestochen, du Jude. Meine Damen und Herren, diese Worte halten im vergangenen Sommer über den Bahnsteig eines Berliner U-Bahnhofs. Diese Worte galten einem Mann, der sich als Jude zu erkennen gab, und den Worten folgten Taten. Der junge Mann wurde mehrfach geschlagen, ihm wurden Kopfstöße versetzt. Liebe Anwesende, das war nur einer von zahlreichen antisemitischen Übergriffen im vergangenen Jahr. Alleine von Januar bis Juni 2018 wurden der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus 527 antisemitische Vorfälle gemeldet. Das sind im Schnitt 3 Fälle pro Tag. Die Vorfälle verteilen sich gleichmäßig über das gesamte Stadtgebiet, von Treptow-Köpenick über Mitte bis Charlottenburg-Wilmersdorf, von Pankow bis nach Neukölln. Dieser Antisemitismus kommt aus allen Gesellschaftsschichten, er betrifft alle Altersgruppen. Es handelt sich sowohl um eingeborenen als auch um eingewanderten Antisemitismus. Und es spielt auch keine Rolle, ob er offen oder als unsachliche Kritik an Israel daherkommt. Meine Damen und Herren, wenn Menschen in Berliner U-Bahnhöfen lautstark beleidigt werden, weil sie Jüdin oder Jude sind, wenn Menschen in Berlin damit rechnen müssen, dass sie auf offener Straße erniedrigt, beleidigt und attackiert werden, nur weil sie Juden sind, wenn es im Schnitt 3 antisemitische Vorfälle pro Tag gibt, meine Damen und Herren, dann muss man eines festhalten, Berlin hat ein Antisemitismusproblem. Auch in diesem Jahr gab es bereits zahlreiche Vorfälle. Am 28. Januar fuhr beispielsweise eine Frau mit einem Freund in der U2 Richtung Pankow. Ein angetrunkener Mann stieg in den Wagen ein und stolperte dabei über das Bein der Frau. Daraufhin beschimpfte er die Frau. Er setzte sich ihr gegenüber, schaute sie an und schrie sie noch einige Male an. Die Frau und ihr Begleiter standen auf und liefen zum anderen Ende des Wagens. Der Mann folgte den beiden und beleidigte sie weiter. Von etwa 25 anwesenden Personen, die den Vorfall beobachten, reagierte nur ein einziger. Meine Damen und Herren, wenn wir über Antisemitismus in unserer Gesellschaft sprechen, dann müssen wir auch auf die 24 Menschen in der U-Bahn schauen, die eben nicht reagierten. Manchmal wird der Eindruck erweckt, Antisemitismus sei nur das Problem der Jüdinnen und Juden in unserer Gesellschaft. Nein, meine Damen und Herren, das ist falsch. Antisemitismus ist ein Problem der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft. Es geht schließlich um die Frage, wie wir zusammenleben wollen. Wollen wir in einer Gesellschaft der Freien und Gleichen leben? Oder wollen wir in einer Gesellschaft des Hasses, der Gewalt und der Menschenfeindlichkeit leben? Die nichtjüdische Mehrheitsgesellschaft ist für den Antisemitismus in unserer Stadt verantwortlich. Es sind unsere Nachbarn, unsere Kinder und unsere Sportkollegen. Sie alle müssen für das Problem des Antisemitismus in dieser Stadt sensibilisiert werden. Wir müssen uns dem Antisemitismus in dieser Stadt gemeinsam entgegenstellen und wir müssen den Antisemitismus in dieser Stadt bekämpfen. Sensibilisieren, entgegenstellen, bekämpfen.
Dieser Dreiklang gilt für jene Berlinerinnen und jeden Berliner in dieser Stadt, beispielsweise wenn sie oder er Antisemitismus erlebt. Dieser Dreiklang gilt aber auch und vor allem für uns, die wir hier im Saal sitzen, für uns als politisch Verantwortliche in dieser Stadt. Sensibilisieren, entgegenstellen, bekämpfen, meine Damen und Herren. Genau das steckt hinter dem Landeskonzept zur Weiterentwicklung der Antisemitismusprävention. Daher habe ich mich sehr darüber gefreut, dass der Berliner Senat vor 3 Wochen das Landeskonzept zur Weiterentwicklung der Antisemitismusprävention beschlossen hat. Sensibilisieren, entgegenstellen, bekämpfen, das gilt für alle gesellschaftlichen Bereiche, die Schulen, die Erwachsenenbildung, die Polizei, die Justiz, Kultureinrichtungen, Wissenschaft und auch für den Opferschutz, um nur einige Bereiche zu nennen. Nehmen wir beispielsweise den Bereich Bildung. Wenn wir verhindern wollen, dass antisemitische Einstellungen entstehen, dann sollten wir möglichst früh ansetzen, etwa bei den Kindern und den Jugendlichen. Oder zum Thema Hate Speech im Netz. Ich denke, dass ich nicht übertreibe, wenn ich sage, das Internet ist in manchen Bereichen eine Kloake voller Menschenfeindlichkeit. Und die Anonymität im Netz ist leider auch eine Triebfeder für antisemitische Beleidigungen. Sensibilisieren, entgegenstellen, bekämpfen, das gilt im Hinblick auf den Antisemitismus auch für die Justiz und für die Polizei. Liebe Anwesende, bei der Beschlussfassung zum Antisemitismuskonzept im Mai 2018 herrschte hier im Haus große Einigkeit, das ist bereits erwähnt worden, und das hat mich sehr gefreut. Ich gehe davon aus, dass wir uns in einem anderen Punkt ebenfalls einig sind. Antisemitismus muss auch mit allen Mitteln des Rechtsstaats bekämpft werden. Der Rechtsstaat muss aber noch mehr leisten, er muss Vertrauen schaffen. Das gilt für viele Bereiche, aber es gilt insbesondere auch beim Thema Antisemitismus. Im September, auch das ist erwähnt worden, des vergangenen Jahres hat die Antisemitismusbeauftragte der Berliner Staatsanwaltschaft, Frau Vanoni, ihre Arbeit aufgenommen. Seitdem traf sie sich mehrfach mit der vielfältigen jüdischen Community unserer Stadt. Sie saßen gemeinsam am Tisch und diskutierten. Was kann der Rechtsstaat mit Blick auf antisemitische Straftaten leisten? Welche Erwartungen haben die Betroffenen an den Rechtsstaat? Wie kann die Justiz noch stärker für das Problem des Antisemitismus sensibilisiert werden? Meine Damen und Herren, Gespräche verhindern Missverständnisse, Gespräche klären auf und können sensibilisieren. Darum sind derartige Gespräche gerade über Antisemitismus besonders wichtig. Für derartige Gespräche braucht es jedoch Ansprechpersonen, Menschen, an die man sich wenden kann. Auch aus diesem Grund finde ich es richtig, dass unser Landeskonzept zur Weiterentwicklung der Antisemitismusprävention eine konkrete Ansprechperson für das Thema Antisemitismus vorsieht. Und zwar nicht nur für einen Teilbereich, sondern für alle Bereiche und das ganze Land Berlin. Und ich freue mich, dass diese Person, Kollegin Kitschun hatte sich das ja gewünscht, bei der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung angesiedelt sein wird. Meine Damen und Herren, wenige hundert Meter von hier entfernt befindet sich das Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Mit Blick auf in die Vergangenheit erinnert dieses Denkmal an die rund 6 Millionen Jüdinnen und Juden, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Mit Blick in die Zukunft sollte uns dieses Denkmal aber auch an unsere Verantwortung gegenüber den jüdischen Berlinerinnen und Berlinern erinnern. Es freut mich, ich hoffe, Sie teilen die Freude, dass 74 Jahre nach der Befreiung Deutschlands wieder so viele Jüdinnen und Juden in Berlin leben. Aus Respekt und in Verantwortung gegenüber den vielen heute in Berlin lebenden Jüdinnen und Juden stellen wir uns dem Antisemitismus in dieser Stadt gemeinsam entgegen. Aus Respekt und Verantwortung steht Berlin in der Pflicht, allen in Berlin lebenden Juden ein sicheres Leben zu ermöglichen. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Die Aktuelle Stunde hat damit ihre Erledigung gefunden. Vorgeschlagen wird die Überweisung der Mitteilung zur Kenntnisnahme auf Drucksache 18-1754 gegen jeden Antisemitismus, jüdisches Leben in Berlin schützen, an den Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie, an den Ausschuss für Innere Sicherheit und Ordnung, an den Ausschuss für Integration, Arbeit und Soziales
an den Ausschuss für kulturelle Angelegenheiten sowie an den Ausschuss für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten, Geschäftsordnung, Verbraucherschutz, Antidiskriminierung. Widerspruch höre ich nicht, dann verfahren wir so. Ich komme nun zum Tagesordnungspunkt 2 und rufe die Fragestunde auf. Nun können mündliche Anfragen an den Senat gerichtet werden. Die Fragen müssen ohne Begründung kurz gefasst